Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Planet Zoo. Und wir schauen uns heute eine, ich würde schon sagen, bahnbrechende Mod an. Denn es ist jetzt auch in Planet Zoo endlich angekommen, dass komplett neue Spezies und Tiere zum Spiel hinzugefügt werden können. Und welches das erste neue Tier für Planet Zoo ist, das seht ihr hier schon im Hintergrund. Nämlich ist das der Thylakine oder im Deutschen Beutelwolf. Ein sehr, sehr schönes Lebewesen, was leider nicht mehr auf diesem Planeten weilt. Letztes Exemplar ist 1936 gestorben, also noch gar nicht so lange her. Ich muss wirklich sagen, sieht richtig cool aus. Ist halt ein Urzeitlebewesen. Ne, Urzeit kann man nicht wirklich sagen. Aber ein prähistorisches Lebewesen, oder? Kann man das sagen? Ich weiß es auch nicht. Ja, ich finde ihn aber wirklich sehr, sehr hübsch. Ein tolles Tierchen. Hat die Animation und das Skelett vom Dingo. Sieht aber komplett anders aus. Ist halt sehr, sehr schlank. Oh, hier ist auch ein anderes Exemplar. Ich glaube, das ist hier ein Männchen. Ja, der hat nämlich auch eine andere Farbe. Und ich glaube... Na, unterscheiden sie sich? Ich weiß es nicht. Vielleicht minimal. Aber jetzt könnt ihr das Model nochmal sehen. Wunderschön, ne? Wenn ihr überlegt, dass das wirklich komplett neu ins Spiel eingefügt wurde und dafür kein anderes Tier überschrieben wurde, ist das schon echt nice, ne? Ich kann jetzt mal eben ein Originalbild für euch einblenden. Und dann seht ihr auch, das kommt wirklich schon sehr nah an das Original hier ran. Ja, wirklich ein tolles Tierchen. Da hoppelt er davon. Planscht ja auch ein bisschen. Für die Zuschauer. Und das ist cool, dass der auch so Farbvariationen hat. Der eine ist heller, der andere ist ein bisschen dunkler. Das sieht schon wirklich nice aus. Oh, ich finde ihn richtig schön. Hier steht dann auch ganz normal noch Thylakine. Leider ist das Ganze noch nicht auf Deutsch übersetzt. Sowas kommt dann hoffentlich noch. Ist natürlich immer viel Arbeit, alles Mögliche auf alle möglichen Sprachen zu übersetzen. Aber wenn es dann erstmal beim Englischen bleibt, finde ich das auch gar nicht so schlecht. Mich interessiert jetzt noch, das habe ich noch gar nicht angeguckt, ob der Zoopedia-Eintrag da auch geändert wurde von dem Beutelwolf. Die ist sogar in der Wildnis ausgestorben. Das ist ja richtig cool. Ist ja auch noch ein Text, lesen wir uns natürlich jetzt nicht durch. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne pausieren. Oh, das hier unten weiß ich nicht, ob das angepasst wurde. Wo hat denn der gelebt? Australische Kontinent. Okay, doch, das kommt hin. Der hat wirklich in Australien gelebt, sehe ich gerade. Ich habe hier nebenbei den Wikipedia-Eintrag offen. So, nicht Auftrag. Und das könnte dann sogar hinkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Dingo da aussieht. Können wir mal kurz den Dingo im Vergleich dazu anschauen. Ob der hier die gleichen Zonen eingetragen hat. Da haben wir ihn. Nee, der Dingo ist komplett verbreitet auf dem ganzen Kontinent. Außer hier unten so ein bisschen. Also das wurde schon wirklich sehr, sehr angepasst. Finde ich richtig cool, dass sich hier so viel Mühe gegeben wurde. Soziale Bedürfnisse. Ja, hier ist alles komplett angepasst worden. Richtig nice. Ich will das natürlich jetzt alles so ein bisschen vergleichen mit dem Dingo, muss ich sagen. Ganzen Werte, deswegen gehen wir noch einmal zurück. Ja, so ein paar Sachen sind gleich, aber es unterscheiden sich auch viele Sachen hier von den Zahlen. Was genau sich da unterscheidet, weiß ich jetzt. Auf die Schnelle kann ich das nicht alles sehen, aber so ein bisschen das Gewicht und so natürlich. Die Gruppengröße und so ist gleich. Aber das kann ja in echt auch so gewesen sein, ne? Ist ja ein relativ ähnliches Tier, wenn es auch in Australien gelebt hat. Das Ganze soll übrigens im Sandbox- und Herausforderungsmodus funktionieren. So ein Franchise logischerweise nicht. Oh, wie cool das aussieht mit dem Ring. Ah, die haben sich alle versteckt. Schön unter Dach gelegt, damit sie nicht nass werden. Das finde ich ja cool bei Planet Zoo, dass die Tiere so klug sind, wenn es regnet. Sich schön zurückziehen. Und dann hier geschützt in der Höhle verweilen. So, was mich jetzt noch interessiert, wenn man so eine
so ein neues Tier einfügt. Da muss man natürlich auch noch viele andere Sachen einfügen. Zum Beispiel über Einrichtung gibt es ja auch noch diese Bildschirme. Ich habe schon lange kein Planet Zoo mehr gespielt. Hier sind die. Und dann schauen wir mal, ob es da auch ein Bild für den Beutelwolf gibt. Da bin ich echt gespannt. Oh, gibt es tatsächlich? Okay, oder auch nicht. RIP. Ach, schade. Okay, das wurde leider nicht eingefügt. Das ist dann natürlich noch eine Sache, die auch noch nachgeholt werden muss, definitiv. Vielleicht mit den Übersetzungssachen. Übrigens, wenn ihr das Ganze installieren wollt, die Mod ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr das dann da runterladet, müsst ihr lediglich nur den ganzen Ordner, den ihr runterladet, in euren OVL-Data-Ordner packen und dann funktioniert das schon. Also super simpel zu installieren und dann könnt ihr hier im Tierhandel ganz normal den Thylacoleo auswählen. Ne, Thylacoleo. Jetzt bin ich schon wieder bei Ark. Habe ich das schon öfter gesagt heute? Thylakine meine ich natürlich. Da Thylakine auswählen und dann könnt ihr hier ganz normal die Tiere aufnehmen, so wie ihr es auch kennt. Und dann an den Zoo senden. Also das funktioniert alles 1A. Und hier ist auch ein schönes Bild eingefügt, was auch wirklich gut zu Planet Zoo passt. Wenn ihr das jetzt mal vergleicht hier mit den anderen Tieren. Also das Bild fügt sich wirklich 1A in das Spiel ein. Ich hoffe jetzt echt darauf, dass wir noch viele, viele weitere Tiere bekommen. Das wäre richtig toll. Das sieht echt alles sehr cool aus. Auch die ganzen Bewegungen und so. Ich finde auch gar nicht den Schweif. Okay, vielleicht finde ich doch den Schweif ein bisschen doof. Der Schweif ist ja meistens so eine Sache, die ein bisschen doof aussieht. Das liegt daran, dass der Dingo einen viel, viel kürzeren Schweif hat. Dadurch ist gerade hier... Man bewegt ihn doch nicht so. Der hintere Teil hier ein bisschen steifer. Aber ich finde das trotzdem voll okay. Sieht sehr, sehr nice aus, die Mod. Und ist natürlich auch echt ein Durchbruch für Planet Zoo, dass es auch jetzt hier möglich ist, komplett neue Spezies und Tiere in das Spiel einzufügen. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich es total spannend finde, so ausgestorbene Tiere in das Spiel zu bekommen. Ich wünsche mir da wirklich noch mehr. Es gibt auch noch so Säbelzahntiger-Mods und sowas. Vielleicht können wir da auch mal reinschauen. Ist nämlich alles eine sehr interessante Sache. Aber Leute, das soll es schon für dieses kurze Video gewesen sein. Ich wollte euch auf jeden Fall diese Mod nicht vorenthalten, weil die halt wirklich ein Durchbruch ist für Planet Zoo. Wenn ihr die mal selber ausprobieren wollt, schaut wie gesagt in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr den Link dazu. Und falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.